Feierstimmung in Karpfenberg. Der Grund dafür? Das seit 2002 bestehende Kinderschutzzentrum, eine Einrichtung von Rettet das Kind Steiermark, eröffnet an einem neuen Standort. Durch die Erweiterung der Beratungsangebote der Einrichtung war dieser Schritt notwendig. Der Schwerpunkt des Kinderschutzzentrums liegt auf der Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien. Schwerpunktmäßig arbeiten wir im Kinderschutzzentrum mit Betroffenen, die von Gewalt eben betroffen sind und auch im Präventivbereich, hauptsächlich Gewaltthematik. Und das schließt alle Formen von Gewalt ein, psychische Gewalt, physische Gewalt, aber vor allem auch sexualisierte Formen von Gewalt. Und im Bereich dieser sexualisierten Formen von Gewalt, wenn es dann zur Anzeigenberatung und Gerichtsbegleitung kommt, machen wir hier eben auch die Prozessbegleitung. Das multiprofessionelle Team des Kinderschutzzentrums besteht aus Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen und Psychotherapeutinnen. Und auch mit der im Haus ansässigen Kinderärztin wird es in Zukunft eine enge Zusammenarbeit geben. In Karpfenberg ist somit ein Haus für Kinder entstanden. Es ist ganz wichtig, dass wir wirklich auf die Kinder schauen, dass sie dann, wenn sie Hilfe brauchen, die angeboten kriegen. Auch die Eltern angeboten kriegen, und ich bin froh, dass es so eine professionelle Organisation gibt, die wir jetzt mitten in der Stadt haben. Die Angebote des Kinderschutzzentrums sind kostenfrei. Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter www.rettetdaskindsteiermark.at.